Hallo Leute, ich bin's, die Lou. Ich bin zurück aus meiner Pause in Neuseeland und habe natürlich von dort auch einen Whisky für euch mitgebracht und um den soll es heute gehen. Heute geht es um den Cardrona Single Malt Just Hedged. Der stammt aus der Cardrona Distillery, aus dem Ort Cardrona. Wer hätte es gedacht? Das ist ein ganz, ganz kleiner Ort zwischen Wanaka und Queenstown auf der Südinsel von Neuseeland. Das ist bei normalem Betrieb circa 3 Tage Flugreise von hier entfernt. Und die Brennerei wurde von Desiree Whittaker und ihrer Familie gegründet. Die gute Frau ist 2,5 Jahre durch Schottland und durch die USA gereist und hat unter anderem von Dave Pickerel bei Maker's Mark das Whisky-Handwerk gelernt. Im Mai 2013 hat sie ihre Farm verkauft, ist nach Wanaka gezogen und hat bei Cardrona dann die Destillerie erbaut. Bereits im Oktober 2015 floss dort auch schon der erste Tropfen und im November wurde das erste Fass niedergelegt. Seit 2016 kann man die Brennerei besuchen und es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Es liegt genau an der Crown Range, also einer alpinen Gebirgskette. Das Wasser stammt direkt vom Mount Cardrona und wird an Elvins Quelle geschöpft. Und vor der Brennerei stehen büscheweise Duftrosen. Also es ist wirklich ein wundervoller Ort, umgeben von diesen Bergen. Und die Führung in der Brennerei war wirklich wunderschön. Man hatte fast den Eindruck, in einer tatsächlich altehrwürdigen schottischen Brennerei zu stehen. Und wir durften das Getreide probieren. Das hatte schon eine extrem süße Note. Und auch die Maische war sehr fruchtig und sehr süß. Was unter anderem auch darin liegt, dass spezielle nicht industrielle Hefe verwendet wird. Und vor allem das Brennhaus hat mich beeindruckt. Es wird für alles die gleiche Grundlage genommen. Und da steht eine 7,5 Meter hohe Jacob Carl Continuous Column Still neben einer Jacob Carl Finishing Still für Wodka. Da direkt daneben steht eine 600 Liter Kupfer-Gin-Still, auf der auch schon das erste Batch Rosenwasser destilliert wurde. Und es gibt außerdem 2 Forsyth Copper Pot Stills für Whisky mit je 2000 und 1300 Litern. Die stehen direkt nebeneinander. Und das war alles in dem Brennhaus, alles direkt nebeneinander. Und man hat sich umgedreht und diese ganzen verschiedenen Herstellungsprozesse auf einem Haufen gehabt. Das fand ich wirklich unglaublich spannend. 2018 ist dann der allererste Whisky tatsächlich auch fertig gewesen. Es wurde nämlich erst ein 3-jähriger abgefüllt. Ne? Dort merkt man, Desiree hat das Handwerk von den traditionellen Schotten gelernt. Die Regel, dass ein Whisky 3 Jahre alt sein muss, um sich Whisky zu nennen, gibt es in Neuseeland nämlich nicht. Trotzdem hat sie gesagt, vorher geben wir unser Produkt einfach nicht raus. Es muss eine bestimmte Qualität haben. Kommen wir nun zum Whisky an sich. Ich freue mich sehr, wir haben den dort probiert. Also allgemein auch das Tasting nach der Führung war der Hammer. Wir haben zuerst den Rohbrand probieren dürfen und dann haben wir alles, was aus diesem Rohbrand gefertigt wurde, trinken dürfen. Also wir haben den Spirit getrunken, wir haben den Wodka getrunken, wir haben den Gin probiert, wir haben verschiedenste Cocktails mit dem Gin und dem Wodka bekommen. Wir haben Holunderblütenlikör bekommen. Wir haben natürlich den Whisky auch probiert. Ich fand das alles super genial, habe für mich aber festgestellt, ich bleibe dann doch lieber beim Whisky. Es ist einfach mein Getränk. Und ich fand den super, super toll. Ich habe ihn jetzt hier, habe wie gesagt eine Flasche mitgebracht. Die kommt, ich zeige euch das am besten mal oder ich beschreibe es euch, die kommt in so einer wunderschönen Holzkiste. Also das ist quasi, die ist hinten, ist die offen und vorne ist die auch offen, die Holzkiste. Die hat quasi nur den Rahmen außen drumherum. Dann hat man hier oben so einen kleinen magnetischen Keil drin, den kann man rausnehmen und dann kann man die Flasche rausdrücken und hat die in der Hand. Das sind jetzt, ich muss mal ganz schnell auf die Flasche schauen. Ich glaube 0,5 müssten das sein. Steht gar nicht drauf. Es müssten 0,5 etwa sein, die da drin sind. Man hat auch im Korken oben dieses Logo eingeprägt. Das ist tatsächlich auch das Fenster, was in der Brennerei im Hauptgebäude drin ist. Das ist so ein
rundes Fenster mit so vier solchen Punkten. Und das ist an diese Guckfenster in den Copperstills angelehnt. Das fand ich ganz niedlich. Und dann ist das so ein magnetischer Verschluss. Dann muss ich das dann einfach hier so ein bisschen zurechtschieben. Und dann klicke ich das, wenn ich es richtig rum benutze, einfach hier wieder rein. Und dann hält das. Und das sieht, finde ich, unglaublich edel, unglaublich hochwertig aus. Auch das Design, es ist alles sehr, sehr modern, klar und auch so ein bisschen mit diesen Goldtönen gearbeitet. Das sieht wirklich schön aus. Auch der Whisky ist sehr golden, sehr, also weniger hell, aber sehr kräftiges, sehr sattes Gold. Sieht fast aus wie so ein Met. Und ist ungefärbt, er ist nicht kühl gefiltert und was ich für einen Dreijährigen auch besonders interessant und toll finde und auch für so diesen ersten Standard-Whisky, den es gibt, ist, dass es eine natürliche Fassstärke ist. Das heißt, der kommt mit, jetzt muss ich lunchen, 64,4%. Das ist schon ganz schön heftig, finde ich. Also, und das so als den ersten eigenen Whisky der Brennerei rauszubringen, ist schon ziemlich krass. Wir haben hier ein Sherry-Fass, ein, jetzt müsste ich lügen, ob es ein Oloroso ist. Es ist auf jeden Fall ein Sherry-Fass und ein Bourbon-Fass drin. Die sind im Solera-Verfahren verheiratet miteinander. Das bedeutet, man baut ganz grob gesagt aus Fässern eine Pyramide. Und ins oberste Fass kommt immer der jüngste Whisky. Und dann, wenn er ein Stück gelagert hat, kommt er nach unten. Und dann weiter nach unten und aus den untersten Fässern wird dann der fertige Whisky rausgenommen. Und dadurch wird immer Junges mit altem Destillat oder Gelagerten vermischt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Das ist jetzt wirklich nur ganz grob und knapp erklärt. Glenfiddich arbeitet auch viel mit dem Solera-Verfahren zum Beispiel. Genau, zurück zum Whisky. Wie gesagt, die Maische war schon extremst süß, extremst fruchtig. Also das war wirklich, wirklich krass. Der hier hat, also natürlich merkt man den Alkohol ganz schön. Aber er ist sehr fruchtig. Aber auch so ganz leicht fruchtig, also eher so helle Früchte, so ein bisschen Nektarine, so Pfirsich. Ich finde, der hat auch was von Apfel und auch so diese leichte Getreidenote ist drin, aber alles sehr, sehr fruchtig, sehr charmant, sehr zugänglich auch. Und trotzdem, wenn man so ein bisschen drunter guckt, ja, also oben im Kopf ist er wie gesagt sehr fruchtig. Und wenn man versucht, so ein bisschen drunter zu gucken unter den Mantel, merkt man aber auch so dieses Sherry-Fass, einfach diese Kombination aus Holz und dunklen, fruchtigen Noten, so dieses. Er hat aber auch, jetzt gerade hatte ich, frisches Holz drin. Also so dieses, so fast Zirbe, so Tanne, so frisch geschnittener Weihnachtsbaum, so ein bisschen. Ja, ich finde, der hat, ich glaube, das ist mir damals auch in der Brennerei aufgefallen, dass der wie Zirbenschnaps gerochen hat. Ich glaube, der Gin war das auch, der mich da sehr dran erinnert hat. Ja, jetzt habe ich die, also junges Holz, altes Holz, Sherry, alles dabei. Wenn ihr bunte Mischung haben wollt, super. Inzwischen gibt es auch ein neues Release schon. Da ist eine nur Sherry-Abfüllung auf den Markt gekommen. Die ist auch ein bisschen teurer, glaube ich. Ziel ist aber, wurde mir gesagt, einen 10-Jährigen rauszubringen als Standard 2025 dann. Das finde ich auch so unglaublich spannend an diesen ganzen jungen Brennereien. Die haben halt einfach nicht die Möglichkeit, mal so eben einen 60 Jahre alten rauszuhauen, wie die ganzen alteingesessenen seit
1800 und existierenden Brennereien und einfach was die trotzdem auch schon aus ihren Fässern und ihrem Whisky rausholen, das ist, finde ich, total irre. Oh ja, jetzt habe ich ganz extrem dieses Zirbenholz im Vordergrund. Slange. Ja. Also den sollte man vielleicht nicht als erstes an einem Abend trinken. Es ist schon ganz schön heftig, die 60%. Die merkt man schon ganz schön. Ich glaube, der Rotbrand, den wir probiert haben, der war bei 65 oder 66 oder sowas. Der war auch schon ganz schön heftig. Ich denke, da kann man auch allerhand noch mit Wasser experimentieren und rumspielen. Auf jeden Fall hatte ich am Anfang sehr dieses Zirbenholz. Also wirklich, das war erstmal da. Dann war es natürlich schwierig, einfach durch die vielen Prozente. Wenn man den als erstes am Abend trinkt, da ist erstmal alles taub. So wie bei mir jetzt. Deswegen sollte man wahrscheinlich mit irgendwas Leichtem vorgeglüht haben, um den Mund einfach auch an die Alkoholstärke zu gewöhnen. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht so viel rausgehabt. Ich probiere nochmal. Also die Zirbe, beziehungsweise ich vermute, dass es einfach junges Holz ist, was noch sehr viel Holzzucker und Harz abgibt. Das kommt wirklich deutlich raus. Man hat trotzdem noch so diese Fruchtnoten dabei, dieses leichte, süße, angenehme, sehr fruchtig, milde. Oh, ich habe aber ganz schön zu tun heute damit. Das ist auf jeden Fall dabei. Und wie gesagt, dieses junge Holz steht sehr im Vordergrund. Trotzdem habe ich das Gefühl, er ist sehr ausbalanciert. Also es ist jetzt, er kippt weder ins Bittere ab, also ich habe nicht zu viele Tannine drin im Whisky. Ich habe aber trotzdem auch nicht diesen, auch wenn er viel Bums und viel Alkohol hat, hat er nicht dieses alkoholische, dieses ethanolische, scharfe, eklige, was man oft bei sehr billig produzierten Whiskys hat, wo man dann so sagt, boah, und das ist trotzdem nicht da. Er ist intensiv und er ist jung und er hat junges Holz drin, aber trotzdem auf eine sehr abgerundete Form. Also er ist trotzdem sehr, sehr gut vom Geschmack. Ich werde jetzt ein kleines bisschen Wasser holen und dann probiere ich das mal mit einem Schluck Wasser da drin. So. Ihr wisst, bei mir geht das immer alles ein bisschen Pi mal Daumen. Na, ich sitze hier nicht mit der Pipette da. Ihr müsst euch andere Leute angucken. Schwupps. Gekleckert, wie es sein muss, ne? Schön auf den Date aus. So. Was passiert denn hier? Also man sieht auf jeden Fall, dass er nicht kühl gefiltert ist. Man hat auf jeden Fall Schwebteilchen drin. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Zeichen. Ich persönlich bin. Mich stört es weniger, wenn jemand einen Whisky färbt, als wenn jemand einen Whisky kühl filtert. Weil ein Whisky färben, also Zuckercouleur an sich hat vielleicht Geschmack, aber es ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass da irgendwas jetzt mehr oder minder anders schmeckt. Und die Farbe nimmt auch in unserem Kopf viel mehr Einfluss auf den Geschmack als das Zuckercouleur im Glas. Also Färben ist wirklich hier eine Sache, weniger im Kopf, weniger im Glas. Kühlfiltern hingegen schon, weil da nehme ich ja wirklich aktiv was aus meinem Whisky weg. Diese kleinen Dreckteilchen, die den Whisky trüb machen, diese Schwebstoffe und die sorgen ja auch für Geschmack. Die sind auch irgendwo ein Geschmacksträger. Das ist, als würde man Fett von einer Suppe abziehen. Fett ist auch Geschmacksträger.
Und deswegen Kühlfiltern, zumal ich den Sinn dahinter nicht so richtig sehe. Nur weil jemand da Eis reinkippen möchte oder weil jemand denken könnte, ah, der ist schlecht, wenn er trüb ist. Keine Ahnung, Apfelbrand oder Apfelwein ist auch trüb und keiner denkt, er ist schlecht. Ja, also ich finde, ich persönlich finde Kühlfiltern schlechter oder weniger gut als Färben. Aber ich lasse mich da auch gern von anderen Meinungen überzeugen. Gebt mir da Bescheid, was ihr davon haltet oder ist euch das alles völlig egal? Hauptsache schmeckt. Lasst mal einen Kommentar da. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Wasser reingefüllt. Jetzt ist das vielleicht etwas leichtgängiger. Probieren wir mal. Also das junge Holz, diese Zirbe, dieser Harz, Baum, Tanne ist immer noch voll da, voll vorne. Aber ich bin gefühlt auch die Einzige, die das jemals irgendwo riecht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, ja, das Ding riecht nach Tanne. Also hattet ihr auch schon mal solche Noten? Ich weiß es nicht. Die Frucht ist jetzt noch ein bisschen dunkler geworden. Es ist ein bisschen mehr wie, erinnert mich mehr an Schokolade noch fast. Also für mich gehört irgendwie so Sherry und Schokolade und so. Das ist so dieses Naschkatzen-Ding. Das gehört für mich so ein bisschen in eine Richtung, in eine Ecke. In die gleiche Ecke vom Tastingrad, ne? Auf jeden Fall, das ist so ganz dahinter. Also da muss ich wirklich das neue, frische Holzbrett. Und dann kann ich dahinter gucken und da ist diese schwere Süße. Aber sie bildet auch irgendwo die Grundlage. Also darauf steht auch das junge Holz, wenn man das so sagen kann. Ich muss sagen, das Wasser hat ihm sehr, sehr gut getan. Ich finde es schön, dass uns als Trinker die Wahl gelassen wird, möchte ich, oder als Genießer, dass uns als Genießer die Wahl gelassen wird, möchte ich den jetzt pur trinken, so wie er aus dem Fass kommt, oder möchte ich den eher ein bisschen dünner haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Geschmacklicher kam für mich jetzt mehr raus. Also da hatte ich zwar immer noch dieses harzige junge Holz, ziemlich dominant vorne, aber trotzdem, ich bin mehr an die wirklich süßen, schokoladigen, bärigen Noten rangekommen, was mich auch den sehr wieder an die Maische erinnert hat. Dieses fruchtige, sehr, ja, das Sherry kommt viel, viel mehr durch, finde ich, das Sherry-Fass. Und das wird nicht so überlagert von dem Alkohol, der mich in sonst welche Richtungen drückt, wo ich dann echt zu tun habe. Und es ist einfach jetzt mehr mitgekommen und der ist aber nicht weggefallen. Also der ist jetzt nicht verschwunden. Ich habe ein bisschen einen trockenen Mund jetzt am Ende, aber er ist trotzdem geschmacklich noch präsent. Wenn ich jetzt so rumpatsche, also er ist noch da, er fällt dann auch nicht hinten runter. Ganz oft habe ich das, wenn ich irgendwo in den Whisky ein bisschen Wasser dazugebe, dass er dann einfach weg ist. Aber der hier gar nicht. Also der dämpft wirklich den Alkohol ein bisschen runter. Wesentlich angenehmer für mich persönlich zu trinken. Mehr Geschmack kommt da noch mit raus. Und das ist wirklich, wenn ich den im Mund habe, ist am Anfang wirklich dieses junge Holz, dann kommt die Süße und das alles. Und wenn ich den runterschlucke, ist so, als würde das Holz schlagartig alt werden. Und dann habe ich so ein altes, angenehmes Eichenfass dort. Und das finde ich ganz, ganz niedlich, diese Geschmacksreise. Ich habe ihn mitgebracht aus der Brennerei, hat mich dort 150 Neuseeland-Dollar gekostet. Das sind umgerechnet 80, 85 Euro. Das klingt mega, mega viel für einen 3 Jahre alten Whisky. Das muss man zugeben, auf jeden Fall. Aber es gibt den Whisky aktuell nur in Neuseeland, Australien und Großbritannien zu kaufen. Das tut mir sehr, sehr leid für alle, die ich jetzt voll überzeugt habe. Also offensichtlich kann man Proben bestellen
bei The Whiskey Exchange. Ich habe nämlich hier so ein kleines Pröbchen bekommen, geschenkt bekommen von meinen Verwandten. Und damit ich quasi das Video machen kann, ohne dafür meine Flasche aufmachen zu müssen. Genau, also man kriegt wohl die Samples hier in Deutschland. Die ganzen Flaschen, müsst ihr mal gucken, gibt es bestimmt auch irgendwo einen Händler, der das durch irgendwo, wie, wohin bezieht. Und dann kriegt ihr das bestimmt auch hier irgendwo. Wie gesagt, ich habe es dort gekauft. Ihr kriegt den nur eingeschränkt zu kaufen. Die Brennerei ist neu. Die müssen sich auch erstmal ein bisschen einen finanziellen Puffer anlegen. Entsprechend ist der Whisky auch ein bisschen teurer. Und auch dazu zu sagen ist, dass Neuseeland eine extrem hohe Alkoholsteuer hat. Nicht umsonst habe ich das letzte halbe Jahr keinen Whisky getrunken. Also Spirituosen sind dort wirklich allgemein Alkohol sehr, sehr teuer. Da kommt, denke ich, auch noch ein bisschen der Preis zustande. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall dort empfohlen, als nächstes den deutschen Markt anzugreifen, weil es da sehr, sehr viele Whisky-Liebhaber und Trinker und bereitwillige Geldausgeber gibt. Ich hoffe, das machen sie. Ich hoffe, irgendwann gibt es den hier auch entspannt zu kaufen. Finde ich, wie gesagt, ich fand den Ort toll, super, super toll. Dann fand ich die Tour super toll, die Brennerei super toll und den Whisky fand ich auch super, super toll. Deswegen habe ich ihn mir gekauft. Ist auch, wenn es vielleicht ein bisschen irrational ist, das war mein Mitbringsel aus Neuseeland. Und ja, mir gefällt er. Es wird sehr wahrscheinlich nicht unbedingt einen Peated Whisky geben von der Brennerei. Das liegt daran, dass die Brennereiinhaberin Desiree einfach nicht so auf Peated Whisky steht. Das habe ich natürlich als kleiner Peated erfragt. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich verbinde es auch natürlich mit dieser Reise dort in dieses Land und meine ganze Zeit dort und es war einfach sehr, sehr schön. Genau, deswegen habe ich mir die Flasche gekauft. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, dann lasst mal einen Daumen oder einen Kommentar oder sonst irgendwas da. Und falls ihr keine Zeit haben solltet, meine Videos unbedingt auf YouTube immer zu gucken, könnt ihr die jetzt auch als Podcast für unterwegs mitnehmen, überall, wo es Podcasts gibt.